Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 2 Assassins of Kings. Ja, und wir sind dabei, Detmold dabei zu helfen, eine Leiche zu befragen. Und dafür hat er gesagt, brauchen wir eine männliche Ente? Und die müssen wir erst noch brauen. So, Ürpel. So, was macht denn die eigentlich? Erhöht die Regeneration der Vitalität betrachtlich, reduziert Energie und Schaden. Was macht die Schwalbe? Die macht was Ähnliches. Ups. Die erhöht allerdings nur die Regeneration, ohne irgendwelche negativen Nebeneffekte zu haben. Okay. Und im Kampf kann man das Zeugs dann auch nicht mehr schlucken. Und das ist natürlich, ja okay, das ist genauso toxisch wie die Schwalbe. So, gut, also ich habe jetzt den Erpel. Ich brauche jetzt brauche ich keine Ach, Zeit wie mehr. Schön. Der himmelblaue Traum ist schon was Besonderes, doch er lässt dich nur die letzten Stunden des Mörders nacherleben. Hoffentlich lohnt es sich. Gib auf jedes noch so kleine Detail Acht. Orte, Namen, einfach alles. Werde ich tun. Dann fangen wir an. So, weg hin aus Hansala! Also wir befragen die Leiche nicht einfach, sondern wir tauchen in seinen Geist ein und übernehmen seine Erinnerungen. In diesem Nebel könnte ich mich glatt selbst verlaufen. Sieh's doch mal so. Jetzt sind wir praktisch unauffindbar. Es sei denn, Hänsel greift Lagen trotzdem an. Hänsel greift niemanden mehr an. Du bist ein unverbesserlicher Optimist-Krieger. Borg! Der hatte zwei Schwerter. Wo und wann hat er sich das zweite geholt? Weil hier an der Hüfte hat er nur eins. Ich meine, das wird ja kein Klappschwert gewesen sein, was er sich dann aus der Hosentasche gezaubert hat. Auf jeden Fall machen die Jungs gut Schaden. Ich muss selber öffnen, wobei der Kollege die Tür vor der Nase zudonnert. Was für ein Sack. Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Hänsel uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot, wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Mitteln des Königs erschlagen zu werden. Egon, was ist? Hast du plötzlich Schiss? Angeblich weicht Detmold Hänselt nicht von der Seite. Und dann soll auch noch der Hexer im Lager aufgetaucht sein. Er ist allein. Wir sind zu dritt.
Du weißt, was das für einer ist. Ich weiß, was er mich mal kreuzweise kann. Mach dir keine Gedanken über ihn. Willst du wissen, über wen ich mir Gedanken weggelaufen mache? Triss Merigold. Wenn die Ausplauder das Sheila Dema-Band aus dem Weg schaffen ließ, gerät alles außer Kontrolle. Leto sollte sie kalt machen. Ja, das sollte er. Aber offenbar steht ihm der Sinn nur nach Königsmorden. Na, du Königsmörder. Da seid ihr ja endlich. Das Heerlager wird behütet wie die Keuschheit einer Prinzessin. Habt ihr was herausgefunden? Der Weiße Wolf ist zusammen mit Vernon Roche hier eingetroffen. Offenbar ist er jetzt Hensels Laufbursche. Ein anderer Laufbursche wäre mir lieber. Ich dachte, man hätte ihn für den Mord an Foltest schon gehängt. Willst du, dass man ihn hängt? Nein. Wir müssen vorsichtig sein nach dem Bruch mit Jorvid und seiner Bande. Und noch etwas. Sheila DeTankerville. Oh ja. Unsere Zauberin wird gefährlich. DeTankerville hat ihre Schuldigkeit getan. DeTankerville kann gehen. Wir werden sie nicht töten. Noch nicht. Du musst es wissen. Genau. Zuerst ist Hensel dran. Der hat absoluten Vorrang. Macht euch sofort auf den Weg. Und du? Ich gehe nach Loch Moin. Dort laufen alle Fäden zusammen. Seid vorsichtig. Dann sehen wir uns bald wieder. Leeren ja, Eindruck Wein und lachen über alles? Wer weiß. Na, du nicht mehr. Nach Loch Moin. Okay. Ja gut, dass da Leto dahinter steckt, der hätte man sich ja fast denken können. Klettere über die Palisaden. Treffpunkt ist der Eingang zu den Grotten. Und dann habe ich gehört, dass ihr einen Teil der Abgaben in den Höhlen unterm Lager gehortet habt. Psst! So. Was ist das denn jetzt hier? Komm zu dir, ich sterbe vor Neugier. Was hast du erfahren? Stirb weiter. Sheila hat ihnen geholfen. Sie hat ihre Schuldigkeit getan. Sie der Mithilfe zu bezichtigen, weiß ich nicht. Aber ich kenne ihr Versteck. Sie verstecken sich in den Schluchten. Da finden wir bestimmt den anderen. Unser Mann hier dürfte einen Schlüssel zum Versteck haben. Woran erinnerst du dich noch? Ich will ihm das nicht sagen. Sheila DeTankerville. Sie sprachen davon, dass Sheila ihnen beim Mord half. Sheila, sie war eben hier, als du in Trance warst. Sie sagte, sie wolle den zweiten Mörder verfolgen. Woran erinnerst du dich noch? Keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihnen nach. Viel Glück, Geralt. Ja, da brennt jetzt die Hütte. Weil, wenn Sheila den in die Finger kriegt, war das Baller in Zeuge. Weil, schließlich könnte er sie ja verraten. Wobei Sheila als Zauberin eigentlich wissen müsste, dass das Gespräch mit den Toten jetzt nicht unbedingt zu ihren Gunsten ausgeht. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Vielleicht sollte man trotzdem mal speichern zwischendrin. Ich
kenne ihr Versteck, aber den Weg dorthin nicht. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Hol dir den Hintern! Okay. Wie sind die denn an denen vorbeigekommen? Das ist doch hier das blöde Trolleck, oder? Trollerlol. Das ist die Ecke des Trolls. Okay, da kommen wir jetzt am Strand an der Hütte raus. Das ist auch nicht unbedingt die Ecke, zu der ich wollte. Okay. Da drüben ist noch was. Zweimal Pechdraht, ja, Pech für ihn. Hat ihm der Draht jetzt auch nicht wirklich geholfen. Ach, das sind die Harpien, die anderen Kollegen da verhauen haben. Auf ihrem Weg vom Versteck zu uns. Das Medaillon warnt mich wieder. Das ist schön. Das freut mich sehr, dass es das tut. Dann kann ich mich jetzt hier nochmal speichern. Ja.
Toll gemacht, du. Scheiß Brandvieh. Gargoyle Herz und Gargoyle Staub. Wachsen unter der Erde die Rüben. Voll der Rübenzahl. Ach, das ist die Ecke hier mit den... mit den scheiß Fallen. Schon wieder das Medaillon. Aua. So, na komm her. Aua. So nicht gedacht gewesen. Ich habe, bevor ich in die Höhle reingegangen bin, vor dem ersten Kackerviech das erste Mal gespeichert. Aber irgendwie will er den noch nicht blocken. Also schon so ein bisschen irgendwie, aber... Geralt! Ich bin zu alt für sowas. Geralt ist zu alt für sowas und ich bin zu unfähig. Ja, da brennen wir schon wieder. Das ist aber dumm. Hör auf zu brennen, Geralt. Und er brannte in Misauseschütz. Und brachte Feuer mit auf seinem Himmelsritt. Lernt es wohl nie. Schweinenase.
Ich regeneriere hier jetzt erst mal gemütlich, weißt du? Weil nicht, dass du danach wieder anfängst zu brennen. Das war jetzt eine Falle, okay. Die Rübe, genau. So, dass wir den ersten Platz haben, nicht, dass wir dann an dem wieder drauf gehen, wenn wir das nächste Mal laden. Au. Das Medaillon warnt mich wieder. Na komm. Ja, mach du mal schön da drin. Ich bin derweil hier draußen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Dumme Sau. Was haben wir denn hier noch außer Irrten, was ihm was bringen könnte? Igni definitiv nicht. Okay, das ist auch eine Option. So, das heißt, wir kommen jetzt in eine Ecke, die unbekannt wird. Ach. Freund Heimscheißer. Ganz klasse. Das hat beim letzten Mal in dem anderen Loch da unten schon so super funktioniert. Alle ab. Thank you.
Ja, ich bin hier und du bist da. Nee, du bist kaputt. Serret. Sheila wusste Bescheid. Sie will die Beweise vernichten. Ja, ist klar. Was für Beweise? Wir wollten dich nicht zurücklassen. Wovon redest du? Wolltest du mich nicht hängen? Was hätten wir? Stell dir das vor. Die wilde Jagd. Die Welt frei vom Ungeist des Krieges. Erinnerungen wieder hoch. 13. September 1269, die Hydra-Schlucht. Nach dem Frieden von Sintra schlitzt man hier 53 Elfenoffizieren der Freehead-Brigade die Kehlen auf. Ihre Leichen wirft man in den Abgrund. Was die Reiter der wilden Jagd suchen, weiß ich nicht. 23. November 1269, Sintra, das Dorf, Kaltwasser. Die wilde Jagd hat ein neues Opfer. Einen 11-jährigen Jungen. Den Eltern scheint das nicht viel auszumachen. Bin müde. 24. Februar 1270. Ein Pass im Amush-Gebirge. Ein Manticore, eines der seltensten und gefährlichsten Monster. Früher hätte ich die Jagd auf ihn als Herausforderung betrachtet. Jetzt ist er nur ein Hindernis. Doch mit seinem Fleisch und Blut werde ich in dieser Eishölle überleben können. 30. Mai 1270. Yaruga. Die wilde Jagd zieht nach Süden weiter. Seit ich sie verfolge, hat sie 23 Menschen entführt. Sie waren alle zwischen 10 und 20 Jahre alt. Außer Yennefer. Naja, die war 110. Seriens Aufzeichnungen. Dann haben wir als Schwert einen Unterhändler. Okay, Schema, Feuerbrunst und Schuhe aus gehärtetem Leder. Kaufe ich. So, dann haben wir dann noch die Golemreste. Ist in dieser... Nochmal das Licht aus. In dieser Truhe ist nichts drin, okay. Nun gut, dann gucken wir mal noch ins Inventar. So. Aufzeichnungen des Königsmörders Serret. Er scheint anders zu sein, ist mir tatsächlich aber sehr ähnlich. Wir sind den gleichen Weg gegangen. Die Kräuterproben, die Schulungen, erlegte Monster so zahlreich, dass wir nicht mehr wissen, wie viele. Die Unterschiede liegen im Detail, wie seine Art, sich im Kampf zu bewegen. Ich muss lachen, wenn ich ihn beobachte, doch ist er ebenso effektiv wie ich, wenn nicht effektiver. Den größten Unterschied zu beschreiben, fällt mir schwer. Er hat ein Ziel, ist engagiert. Er streift nicht planlos durch die Welt. Offenbar kann er Emotionen empfinden auf einem Niveau, das für mich unerreichbar ist. Doch es sind nicht die üblichen menschlichen Gefühle. Pathologie. Beim ständigen Balanceakt zwischen Alexit und Sensibilität investiert er viel Energie in die Aufrechterhaltung seiner psychischen Gesundheit. Ich hoffe, ich lerne ihn besser kennen und erfahre dabei etwas von ihm über das Leben. Ja, dann die Schuhe scheinen nicht wirklich besser zu sein als meine. Reduktion von Magieschaden, ja, es ist definitiv schlechter. T-
Dann das feuersbrünstige Schema. Das ist allerdings nicht möglich. Dann haben wir den Unterhändler. 19 bis 25. Einfrierung plus 20%, Bluten plus 20%. Einen Punkt weniger direkten Schaden. Boah, schwierig. Und zwei Punkte, die man da noch draufknallen kann. Ich glaube, das Ding ist, auch wenn es einen Punkt weniger direkten Schaden macht, besser als das Teil, was ich hatte. Dann kann ich da eine Feuerrune und eine Mondrune draufpacken. Das könnte den Punkt geben. Und ich mache mehr Zeichenschaden. So, das kann ich aufs normale Schwert, auf Stahlschwert glaube ich auch drauf tun. Ja. So, dann haben wir auf beiden jeweils die gleiche Rune drauf. Das heißt, ich habe die Schwerter runifiziert. Und ja, habe ein bisschen was über meine Vergangenheit erfahren. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ich verstecke den mal hier so ein bisschen. Belassen wir es dabei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.